Sei gegrüßt. Willkommen im Hafen von Piräus. Piräus ist einer der geschäftigsten und wichtigsten Häfen der griechischen Welt. Durch diesen Hafen fließt das Geld wie ein Fluss. Ein Fluss, der bis nach Athen reicht. Als Hafen von Athen hieß Piräus Händler, Waren und Reisende aus aller Welt mit offenen Armen willkommen. Er war nicht nur das wirtschaftliche Zentrum Athens, sondern vermochte dank seiner Befestigungen auch seine beträchtliche Flotte zu schützen. Suche mich auf, wenn du den Hafen erkundet hast. Dann unterhalten wir uns weiter. Piräus, eine Halbinsel südwestlich von Athen, wurde zum Haupthafen der Stadt, nachdem der Politiker Themistokles die Weiterentwicklung der natürlichen Häfen vorangetrieben hatte. Diese Entwicklungen führten nach und nach dazu, dass der alte Hafen von Phaleron aufgegeben wurde. Die Befestigungen von Piräus wurden unter Kimon und Perikles weiter verstärkt. Dazu gehörten auch die sogenannten langen Mauern, die dafür sorgten, dass selbst bei einer Belagerung noch Warenverkehr möglich war. Piräus war in drei Hauptsektoren eingeteilt: den militärischen Hafen, das Emporion und den Wohnbezirk. Im 5. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung war der Hafen nicht nur der Hauptstützpunkt der Athener Marine, sondern auch das wichtigste Handelszentrum des Mittelmeerraums. Piräus' Entwicklung während des 5. Jahrhunderts vor unserer Zeitrechnung lockte viele Menschen an. Handwerker, Händler, Bankiers, Seeleute und Schiffseigner zog es scharenweise in den Hafen. Die Bevölkerung bestand aus Griechen, ausländischen Besuchern und Immigranten, bekannt als Metöken. Die Vielfalt der Hafenbewohner verlieh Piräus eine kosmopolitische Atmosphäre. Die meisten Einwohner beteiligten sich am Handel, andere arbeiteten im Schiffsbau oder in den größeren Industrien wie der Schildfertigung. Piräus' kommerzielle Ausrichtung eröffnete all jenen viele Möglichkeiten, die ihren Wohlstand und Status verbessern wollten. Eine bekannte Erfolgsgeschichte ist die von Pasion, einem Sklaven, der dank seiner Bank und seiner Schildfabrik ein Vermögen anhäufte und zum Vollbürger wurde. Thank you.
Piräus war ein Demos, ein Bezirk von Attika. Aufgrund seiner Größe, Funktion und der vielfältigen Bevölkerung verfügte er über weit komplexere administrative Strukturen als andere Demen. Darüber hinaus wurde Piräus aufgrund seiner Bedeutung für Athen von der Ekklesia, der Athener Versammlung, überwacht und kontrolliert. Der Handel im Hafen war in zwei Kategorien eingeteilt: der internationale Handel, der im Emporion stattfand, und der Direktverkauf, der von den Kapelloi auf Piräus Agora betrieben wurde. Das Emporion war ein kommerzieller Hafen, der für den Handel mit Waren aus Übersee vorgesehen war. Alle internationalen Transaktionen mussten innerhalb seiner Grenzen stattfinden und keine Waren durften diese verlassen. Gewählte Beamte überwachten alle Geschäfte und Gesetze des Hafens. Die Hafenvorsteher, die sogenannten Epimeletes, beaufsichtigten derweil den Handel und regulierten die Preise. Dies war eine besonders wichtige Aufgabe, denn die Menge an Waren konnte aufgrund verschiedener Faktoren, wie schlechter Ernten oder Schiffsunglücken, stark variieren. Zu den im Emporion gehandelten Waren gehörten normalerweise Gemüse, Früchte, Fisch, Leder, Holz, Marmor, Metall, Waffen und Töpferwaren. Laut dem Dichter Hermippos war Athen wohlhabend genug, um sich die besten Waren aus der ganzen Welt leisten zu können. Dazu zählten Feigen von Rhodos, Mandeln von Thasos, Öl von Samos und Wein von Chios. Auf alle Waren, die ins Emporion kamen, mussten Steuern gezahlt werden, eine wichtige Einnahmequelle für das damalige Athen. Nach der Ankunft im Emporion stellten die Händler Proben ihrer Waren im Ausstellungsbereich, dem sogenannten Degma, aus. Hier versammelten sich Bürger und Ausländer, um ganz offiziell Geschäfte abzuschließen. Und so gut wie alle Waren, die ins Emporion kamen, wechselten hier den Besitzer. Das Degma wurde ohne Unterbrechung von Beamten überwacht, welche die Preise der Importeure kontrollierten und verhandelten. Hin und wieder vergaben sie Privilegien an Händler, die bereit waren, ihre Waren günstiger zu verkaufen. Diese Privilegien konnten Steuerbefreiungen sein, aber auch bestimmte Sitzplätze im Theater. Piräus war ein Demos und unterstand als solcher einem Archon, der Demarchos genannt wurde. Die meisten Demarchonten wurden lokal innerhalb ihrer Demen gewählt, der von Piräus dagegen wurde von Athen ernannt, um die Handelsinteressen der Stadt zu wahren.
Tatsächlich wurden alle Belange des Emporion, des militärischen Hafens und des Getreidehandels regelmäßig von der Athener Versammlung diskutiert und entschieden. Transaktionen innerhalb von Piräus wurden von den Metronomoi beaufsichtigt. Als Aufsehern oblag ihnen die Kontrolle über die Gewichte und Maßeinheiten. Sie sorgten für die korrekte Bemessung durch die Händler, um Übervorteilung und Betrug zu unterbinden. Obwohl sich Piräus schließlich zu einer eigenständigen Stadt entwickelte, stand es weiterhin unter der Kontrolle Athens. Ποιος εμέ περιπέζει. Auf alle ein- und ausgehenden Waren in Piräus wurde eine Gewerbesteuer von 2% erhoben, die Pentekoste. Die Steuer wurde von einer fünfköpfigen Gruppe, den Pentekostologoi, eingetrieben. Laut Andokides konnte man sich diese Position für die horrende Summe von 30 Talenten bzw. 180.000 Drachmen erkaufen. Allerdings verdienten diese Beamten bis zu 6 Talente, was diesen Beruf äußerst lukrativ machte. Obwohl die Händler den Wert ihrer Waren selbst festlegten, besaßen die Pentekostologoi die Macht, diesen Wert anzufechten, wenn es ihnen gerechtfertigt erschien. Darüber hinaus mussten sich Händler bei diesen Beamten anmelden, bevor sie ihre Waren transportieren, ausstellen oder verkaufen konnten. Dieses System bescherte Piräus und damit im gleichen Maße Athen einen enormen Reichtum. Der Verkauf von Getreide wurde von besonderen Aufsehern überwacht, den Sitophylakes. Da einige Städte unter Getreidemangel litten und auf Importe angewiesen waren, hatten diese Beamten eine ganz besondere Bedeutung. Ihre Aufgaben umfassten alle Bereiche des Getreidehandels. Sie kontrollierten die Preise und die Gewinnmargen, damit es in Athen nicht zu Versorgungsengpässen kam. Das ist nicht weiter überraschend. Getreide war für Athen von immenser Bedeutung. Daher mussten 2/3 aller Bestände per Gesetz zur Agora der Stadt gebracht und verkauft werden. Laut Demosthenes war die Bedeutung der Sitophylakes so enorm, dass für jeden Fehltritt bei der Ausübung ihres Dienstes die Todesstrafe drohte. Das Emporion arbeitete auf Grundlage von Krediten und Anleihen. Der Überseehandel wurde von 2 Arten von Händlern betrieben. Emporoi transportierten Waren in gepachteten Schiffen, während die Naukleroi Schiffseigner waren, die dazu ihre eigenen Gefährte nutzten.
Im Emporion gab es darüber hinaus Bankiers und Buchhalter, die Anleihen vergaben und über die ein- und auslaufenden Schiffe Buch führten. Emporoi und Naukleroi finanzierten ihre Reisen mit Hilfe dieser Kredite, für die wegen des großen Risikos von Seereisen oft ein hoher Zinssatz fällig war. Die Emporoi mussten sowohl die Fracht als auch das Schiff mit Krediten finanzieren, die Naukleroi mussten nur ihre Mannschaft entlohnen. Die Kredite und Zinsen mussten bei der Rückkehr des Schiffs in den Hafen bezahlt werden. Im Falle eines Unglücks, wie dem Sinken eines Schiffs auf See, wurden Händler und Schiffseigner jedoch von ihren Verpflichtungen freigesprochen. Alle Verluste gingen auf den Kreditgeber über. Du bist zurück. Ich hoffe, du hast deinen Spaziergang durch den Hafen genossen. Piräus war für die Handelsinteressen Athens von Bedeutung, entwickelte aber als lebendige und geschäftige Hafenstadt schließlich eine Art Eigenleben. Wenn du Fragen hast, zögere bitte nicht, sie mir zu stellen. Aber natürlich, folge mir!